Ich bin ja damals angefangen, da habe ich bei, ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf, Siemens als Halbleiter jahrelang. Später habe ich mich dann selbstständig als Seminar, ich habe hier bei einer Bank ein großes Seminar geleitet mit dem Titel, was war das nochmal, wenn Geld alles ist, was ist dann nichts? Diese Bank gibt es allerdings nicht mehr. Und ich habe, der Herr, bitte, dazu haben wir keine Zeit. Sie können das morgen auf meinen Anruf beantworten. Also ich habe, dieser Herr, mit dem ich oft rein physisch, der Herr Rürup hat ja gerade jetzt in unseren Zeiten, wo Deutschland ja eine Frau als Heimleiterin ist er für die Rente. Und jetzt sind wir beim Grund meines Kommens. Man hat mich nicht. Und das ist da. Es gibt die nach dem Bekannten, die Rürup-Rente. Und die, davor gab es ja schon eine mit viel R, Riester-Rente. Und diese beiden Sachen. Und deshalb bin ich hier, meine Damen und Herren, um Ihnen das einmal kurz und knapp, so dass Sie morgen aus dem Haus gehen und sagen, jawohl, das mit der Rente, das habe ich, das kann ich sofort. Also, ich habe, Sie brauchen sich auch keine Notizen zu machen, ich faxe Ihnen das. Also, bitte, ganz einfach mit einigen Worten. In den Satzungen der UEFA, der NATO, ein falscher, Momentchen, ich hatte einen falschen Zettel, hier ist es so, jetzt also, eine Basisrente bringt dadurch enorme Steuervorteile, dass die flexible Ansparphase für den, der Altersteilzeit nutzt, da, ja meistens ältere Jahrgänge, können also durch Hinterbliebene, falls nachweislich existent, über einen, das kenne ich, Dauerauftrag, schrittweise innerhalb der steuerlichen Förderung des Anteils wiederum eine Einmalzahlung aus einer Kapital durch Zugriff auf staatlich geförderte Gläubigeransprüche im Todesfall nur so lange auf ein Kindergeld, das ist nämlich eine Sache kurz zu Ende, auf ein Kindergeld verzichten, wie vor Rentenbeginn, aber schon innerhalb eines Jahres. Vereinfacht ausgedrückt, bei Kindergeld von ehemals frisch verheirateten Kindern oder Ehegatten, die nicht Teil eines Ehepaares sind, sofern sich das Kind vor der Volljährigkeit von derselben abwendet. Oder noch einfacher, wenn ein dreijähriger Mann im Laufe seines, wenn Sie auf Ihr Gutachten, wenn eine ganz einfaches Beispiel, eine 230 Jahre alte Webdesignerin hat 94 Jahre sowohl geriestert als auch gerührt und dabei eine um 120 Jahre jüngere attraktive Frau, abzüglich natürlich einer Internetpauschale, kann ein 108-Jähriger in den vollen Genuss seiner 20 Euro Spartgut. Moment, ich hab's jetzt. Wenn eine vierköpfige Ehefrau durch eine Anzahlung von 26 oder dann habe ich innerhalb der. Verfällt doch immer wieder rein. Das kann nicht wahr sein. Das ist unglaublich. Endlich mal 5 Minuten Ruhe.